bin zurück. Die zweite Runde kommt. Der Trick ab, der Handle-Trick, ist ziemlich hart. Ja, ich bin jetzt wieder in New York. Mir gefällt sehr hier und tonnenweise von Sports einfach. Man kann sich echt hier zu Tode skaten tagtäglich und zu Tode pushen. New Yorker Skater sind, glaube ich, die fittesten von allen. Los Angeles Skateboard-Kultur ist auf jeden Fall Skatepark. Es ist einfach zu schwierig, sich hier am Streetspot irgendwo zu treffen, weil die Stadt so groß ist und es zu viele Spots auch gibt. Und es dauert alles viel länger, weil alles so groß ist. Triffst dich da mit dem und dann fährst du wieder eine halbe Stunde weiter zum Spot. Und also du solltest schon viel Zeit einplanen. Nun haben wir wieder lange im Stau gestanden. Wir sind jetzt am Stoner Park. Es wird abgestonert. There are a lot of skate parks in Southern California. Each day, like, I hear of a new one popping up. Come here, meet up, and then you're stuck in the vortex and you don't leave and never enter, ever go skate street afterwards. It's actually fun to go skate in the park during the week and practice for the weekend. So when the weekend comes, you get on point, you go to hit the streets and hopefully get your trick pretty easily. Schmögelpapier. Unter der Woche gehen nur so ein paar Spots. Man denkt, man kommt halt hier so her. Alle Spots sind perfekt. Also es ist schwieriger, als ich gedacht habe. California skateboarding, beautiful weather, but not all that here is made of gold. Die Amerikaner geben am Wochenende natürlich schon viel mehr Gas. Es ist einfach mehr möglich zu skaten, mehr Spots kannst du fahren. Es bietet sich halt an, am Wochenende in der Schule zu skaten. Persönlich macht das Schulenskaten hier am meisten Spaß. Perfekte Picknicktische, die grinden perfekt, sliden perfekt, sind jetzt nicht so hoch, wie man denkt. The picnic table is definitely the Cali thing. Like a stock. Skate obstacle. When I grew up skating, that's what I used to watch. That's why it's so nostalgic for me to be here and try something over one. Ja, das letzte Mal hatten wir nicht so Glück mit dem Wetter. Hätte ich die Hand jetzt damals nicht gebrochen, hätte ich wahrscheinlich eine Woche gechillt, weil es einfach geregnet hätte. Und jetzt, wir haben eigentlich fast 30 Grad jeden Tag. Ziemlich gut für unser Projekt. Ich bin froh, dass ich den geschafft habe, weil ich noch nie einen Backtail so richtig gemacht habe.
perfekt. Es ist gerade Mitte des Tages. Wir fahren gleich noch ein paar Spots. So, Keller, typische New York-Tür. Ja, man kann ja natürlich viele Möglichkeiten zu skaten und spontan auch zu sein. Das ist so, was hier Spaß macht am Skaten in New York. Epic end of the movie, like. Umgeknickt, Alter. You can't do this here. Hammers for the first stick.